So, ich lese mal weiter. Läuft's? Ja, es läuft. Beim Herkunft vom Gut ist es, da hat's Kamera Stopp gemacht, Karte voll. 10 Minuten dem Horcher. Also, so ist also das Landgut, das Land, welches der Gutsherr ergatternd vergattert hat. Das Habgut ist das umklammerte Haben. Das ungute Haben ist also das unseinte Haben. Das ist das Haben, das leicht teilt ist. Das Habgut ist das, was ist das Hab, ist das Haben, welches schwer teilt ist, weil im Besitzverhältnis so sehr daran festgehalten ist. Das Habtum, welches Sinne flutet, ist das Lebensliebe-Habtum, das Lebenslieb-Habtum, das Habtum, welches das Leben lieb hat. Diese Liebe, Liebenshabe im Leben, das ist echt ein schönes Habtum, das ist leicht teilbar. Gatte umklammert Gattin, so Gattin Gatte umklammert, in geschlossenen Verhältnissen. Das Ringverhältnis symbolisiert das Niederringen vom Spiraltrieb in festgesteckte Sittenverhältnisse. Festgesteckte Ringe. Im Herr der Ringe basiert der Streit auf Mein Schatz. Ergreifung. Auf Mein Schatz Ergreifung. Einmal habe ich Informationen einlesen, dass ein Kreis ein Spiralendurchschnittssegment sei. In Kreisläufen, so Ringverhältnissen orientierte Wesen, sind also Spiralenquerschnittsgelähmt. Es ist Silvester 2002/2003 passiert, als ich das Wissen einsendet kriegt habe, als ich einen sehr einleuchtlichten Denkeinsturm im Einslieben einleibt kriegt habe. Dass ich in einem Momente so eine Klarheit, dass in einem Momente so eine Klarheit passierte, dass ich glaubte, mit einem Satz hätte aller Menschen Streit ein Ende. Nun ja, Menschen streiten immer noch im Namen Allah, im Namen Gottes, im Namen des Wortes. Dennoch weiß ich, dass ich da etwas entdeckt habe, was dem Menschen noch verdeckt ist. Seitdem liebe ich das Deutsche, weil im Deutschen, im Wort Namen, so klar deutlich heißt ist, was das Wort weist. Nomen est omen. Da habe ich deutlich klar einweist kriegt, dass Worte Mächte sind, welche alles, was ist, schöpfen. Also, so dem Mensch etwas ist, das fürchterlich ist, ist es das Mensch, welcher im Wort das Fürchterliche schöpft hat. Am Wort ist es dem Menschen dann ebenso möglich, das Fürchterliche ins Unfürchterliche wandeln, so dass Mensch unfürchtet ist im Leben. Nämlich Furcht, Angst macht das, was Leben so anstrengend macht, so gefährlich, so bedrohlich.
das Verständnis. Alles fließt, weiß Heraklit. Das Verstehen widerspricht dem Fließen, weil das Verstehen auf dem Beständigen dogmatisiert ist. Das Leben verstehen heißt, das Leben zurechtrücken. Das Leben verstehen, das Leben erkennen heißt, das Mystische im Leben verabschieden. Das zurechtgerückte Leben ist dann der Stand, welcher als gut angenommen ist, nachdem dann das Leben vorgestellt ist, festgestellt ist. Erkenntnis also eine Zurechtrückung, welche den Lebensfluss blockiert, welche dem Lebensfluss leugnet, welche den Lebensfluss umklammert, welche den Wissensstrom verdammt. Nur was fließt, ist in Balance. So Fluss blockiert ist, ist Balance gestört. Oh, eine Windböe. An dem Wort verstehen habe ich dann entdeckt, was die Silbe fair am Stammwort macht. Da ich stimme, so klang als elementare Schöpferkraft weiß, ist es logisch, dass da so etwas verstimmt ist, Stimmkraft gestört ist, Schöpferkraft erschöpft ist. Das Deutsche ist momentan, als ich solches schreibe, im Versagertum, weil ein Mehr von dem, was gesagt ist, im Versagt ist. Das Ver wandelt das unversehrte Passionsdeutsch ins leidenschaffene, versehrte, Verpasstendeutsch. So Mensch im Gang vergangen ist, so in Zukunft gerichtet ist, ist Momentbalance gestört, ist passierliches Leben verpatztes Leben. Ist Lebensstrom verpasst. Das versehrte, regulierte Sprachdeutsch heißt das Wort Schatz. Schätzende sind anmaßend, richten an das, was schätzt, ist Maß an. Werturteile passieren so. Wer? Wer macht's denn? Wer macht? Wer? Der Wer als Damm? Wert, Werten, Wärter. Verschätzende Verpassung am Wort kristallisiert sehr deutlich als Wortnamensweisheit. Als Namensgabe, was das Deutsche gefällt hat. Die Verfassung von ders gemacht, so Vermächtnis von ders, von Herren, von herrischen Männern, ist eine verfallene Verpassung am Wort. Welche wehrlich geschützt ist, welche das Menschentum im Deutschen regierend dirigiert. Fass ist ein Beißbefehl, verfasste Worte sind also verbissene Worte, verbeißte Worte,
Verbissene sind unmöglich in Balance. Oft gebrauchte Versehrungen im verbraucherischen Gebrauchsdeutsch wie Versicherungen, Verständigungen, Verfahren, Verkehr, Vergütungen, Verträge, Verheiratungen, Vermächtnisse, Vergleiche, Verbrauch, Verbrennungen, Verhältnisse, verdammt, sind wesentliche Elemente im Sprachgebrauch. Das ist doch verrückt. Dabei verwest doch das Wesentliche, dabei vertreibt doch das Treiben, dabei vertriebt das Trieb. Das Wort ist vertrieben. Das Wort ist in Verlagen vertreibt. So Logik im Vermacht ist Logik verloren, ist Logik verlogen. Das ist logisch. 11 Minuten noch ein bisschen. So das Wort heil ist das Wort unversehrt. Das Versehren stiftet also Unheil. Also so fair im Wort seht ist Unheil da, wächst Unheil. Das Einsehen entscheidet entschieden verscheidete Verschiedenheiten, Verschiedenkeit. Sehe das in einem unabgelenkten Moment ein. Sinne öffnen dabei. Sinnverhaftung enthaftet. So Mensch das mal anguckt, das mal prüft, das mal einsieht, ansieht, siehste? Sinnflut flutet vertrocknete Sinne. DMT macht das ebenso. Plötzliche Sinnesklarheit, Sinneswachheit, Sinnkraft, Sinnliebe. So Sinne los sind, sind Sinne schön im Schwingen. Das Sinnlose also ist's Heil, ist das Heil am Versinntem, am Versonnenem, am Verscheintem, am Verstrahltem, was von Besonnenen, Ersonnenen ersinnt ist. Solche verstrahlte, verlogene Formen. Was das Sinnen so besinnlich macht, was verdichtete Sinne macht, das Lossinnte lüftet verdichtete Sinne, das Besonnene. Das macht dann alle locker. Gewalt ist da, so Sinne verdichtet sind, so Menschen verlockt sind, unlocker sind, festgefahren sind. Da ist Gewalt. Solches Undut angucken, also undualisiert. Das Duen dualisiert, was Distanz macht im Ichem
in einem. Das hier ist etwas total Unpersönliches. Jedoch was Söhnliches, was Sonnenlichtes im Alphabetischen. So Mensch, dem Logikwesen nähert, nährt das Wort den Menschen. Das Ernähren, also das zwanghafte Nähren, vernarrt das Narr, vernarrt das Narrheit. So Mensch unernährt, nährt. So Mensch unernährt, nährt ist, ist Mensch edisch nährt. Versehrte Ernährung nährt Mensch unheilig. Versehrte Ernährung ist pestizidisch verpestet, ist verpackt, ist verkehrt, lokisiert. Ist bestellt, ist künstlich verdüngt, stammt vom verackerten Boden. Filmtipp: Good Food, Bad Food. Das Sprachdeutsch ist also versehrt. Unversehrt deutet heil. Versehrung also etwas Unheiliges. Nietzsche hat in einem Moment geschrieben, Logik, ihr Wesen nicht entdeckt, die Kunst der eindeutigen Bezeichnung, Fragezeichen. Ich heiße das, was ich mache, nun wortheilweise. Ich weiß, dass das Weltliche eine Krankheit ist, welche Unheil macht. Wittgenstein formuliert das so einst. Die Welt ist alles, was der Fall ist. Von Karl Kraus, einem Denker, welcher dem Menschen in Sprache gefangen weiß, welches ebenso Literaturnobelpreisträgerin Elfriede Jelinek so weiß, stammt das. Im Anfang war die Presse und dann erschien die Welt. Die Welt also eine Sache, welche das Verlegertum erschaffen hat. Sind Menschen im Schöpfen erschöpft, ist das Schöpferische verschöpft. Sind Menschen im Worten verlegen, so haben solche Beklemmungen beim Worte schöpfen. Ebenso ist klar, dass das, was verlegt ist, verloren ist. So liegende Leib verlegen, ist das schmerzlich. Was passiert also, so das Verlegertum das, was passiert, dirigiert? Leiden schaffende Schmerzen. Von Jesus ist überliefert, sehet, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende. Also was ist nun die Welt? Was ist Umwelt? Umwelt ist das, was noch unweltlich ist, also noch im Urwachstum ist, was noch im ungeredertem Fluss ist, ungeratenem Fluss. Was ungebannt ist. Welt bannt das Ur. Funktioniert das Ur in eine angemessene Gesetzmäßigkeit um? Das Weltliche besteht auf solchen Gesetzmäßigkeiten.
Welt ist verkehrsversetzt, so immobilisiert, so verwertet. Das Unweltliche, also ein Perpetuum mobile, was demnach Verbrauch funktioniere im Weltlichen, was demnach dem Verbrauch nach Verbrauch funktionierendem Weltlichen wenig Nahrung stiftet. Was hat das Ur verscheidend Band? Das ist es nun mal, gleich mehr Teile. Dankeschön dem lieben Horcher.